Ja, liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, nicht nur die Abiturientinnen und Abiturienten stehen jetzt vor ihren Abiturprüfungen, auch ihr steht jetzt vor zentralen Abschlussprüfungen. Und diese zentralen Abschlussprüfungen sehen in diesem Jahr etwas anders aus, als es in den vergangenen Jahren war. Jede Schule macht es etwas anders, jede Schule hat auch etwas unterschiedliche Termine gewählt. Ich darf euch aber ganz herzlich persönlich, aber auch im Namen aller Menschen in der Stadt Dorsten viel Erfolg für die Prüfung, wie immer sie auch aussehen mögen, wünschen. Und vor allen Dingen auch nach erfolgreichen Prüfungen einen guten Übergang für das, was dann danach folgen wird. Egal, ob es eine berufliche Ausbildung sein wird, ob ihr euch vielleicht dafür entschieden habt, noch das Fachabi oder das Abitur im Anschluss zu bauen oder vielleicht auch das freiwillige soziale Jahr, was danach folgt. Ich wünsche euch von Herzen alles, alles Gute, viel Erfolg bei den Prüfungen und würde mich freuen, wenn wir uns an vielen Stellen in unserer Stadt begegnen und wenn ihr eure Fähigkeiten und eure Talente, die jeder von euch hat, für die Menschen in unserer Stadt und natürlich auch für eure Mitmenschen einsetzen würdet. Viel Erfolg bei euren Prüfungen!